macht keinen Sinn zu resignieren, sondern man muss sich wehren. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Ältere diesen Gedanken aufgreifen, sich zusammenschließen, sich auch in Formen, die zum Teil sicher karitativer Art sind, zum Teil aber auch durchaus politischer Natur, sich engagieren. Und genau das wollen wir bewirken. Und wenn wir da einiges bewegen, dann bin ich zumindest auch schon zufrieden. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber das würde mir nicht reichen. Mich würde interessieren, wenn Menschen so lange sich mit so schwierigen Themen beschäftigen und sich dann mit dieser Thematik beschäftigen, gibt es dann noch so Knaller, wo man sagt, Wahnsinn, das ist so brisant, das tut mir irgendwie in der Seele weh. Hatten Sie so einen Punkt? Also für mich war sehr aufschlussreich die Beschäftigung mit den Ursachen von Altersarmut. Und da zeigt sich dann, dass das Problem nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass diese Seniorisierung der Armut zu tun hat mit bestimmten Reformen, die man in Form von Absenkung des Rentenniveaus in die Rentenversicherung eingebaut hat. Und die Teilprivatisierung der Rente, indem man eben mit der Riester-Rente die Menschen ja mehr oder weniger auch gezwungen hat, auf den Finanzmärkten die eigene Altersvorsorge zu betreiben, zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung, aber eigentlich, indem letztlich gleichzeitig dieses alte sozialstaatliche System zerstört wird und statt Solidarität gepredigt wird, ihr müsst selber vorsorgen. Wenn alle an sich selber denken und Riester-Produkte kaufen, dann ist für uns alle bestens gesorgt. Diese Strukturveränderung im Sozialstaat und im gesetzlichen Rentenversicherungssystem, die haben dazu geführt, dass es dieses Problem der Altersarmut verstärkt in der Bundesrepublik Deutschland gibt und natürlich auch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, dass der Niedriglohnsektor ausgebaut worden ist, dass es immer weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit angemessenen Löhnen gibt, dass es prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Minijobs, Midijobs, Honorarverträge, Werkverträge und all dies gibt. Das führt dazu, dass am Ende dann die Rente nicht reicht fürs Leben. Und insofern ist das Ganze eigentlich über einen langen Zeitraum hinweg vorbereitet und systematisch betrieben worden. Also wenn Sie so wollen, die Verarmung der Menschen oder eines Teils natürlich nur der Menschen, denn die anderen werden immer reicher und wohlhabender. Und genau das ist das Problem, das Auseinanderfallen der Gesellschaft, was sich auch äußern wird, glaube ich, in einem Zerfall der Städte. Und wenn ältere Menschen so auf diese Art und Weise statt Lohn für Lebensleistung zu bekommen, in ihrer Menschenwürde getroffen werden, dass sie sich am Ende ihres Lebens fragen, warum habe ich eigentlich über Jahrzehnte hinweg gearbeitet, wenn ich jetzt so wenig herausbekomme, dass ich mich nicht mehr am gesellschaftlichen Leben beteiligen kann, dass ich nicht mehr mal ins Konzert, ins Kino, ins Theater gehen kann, dass ich noch nicht mal vielleicht mit Freunden und Verwandten in eine Kneipe oder in ein Restaurant gehen kann. Dann, finde ich, hat sich unsere Gesellschaft so massiv verändert, dass man dagegen angehen muss. Also für mich war schockierend, diese Zwangsläufigkeit zu sehen. Ich habe zwar alle Einzelfaktoren vorher gesehen, aber durch die Beschäftigung halt die Stärke und die Unausweichbarkeit, wenn wir nichts verändern. Und eine Schlussfolgerung, die sich bei mir dann im Kopf abspielte, war die Frage, warum tun die das? Weil sie ja auch die Unternehmen sich letztendlich ja selber schaden, weil sie Nachfrage in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich. Überall dämpfen sie die Nachfrage, indem immer weniger Geld an diese Leute kommt. Und daraus gab es oder gibt es nur einen ganz schockierenden Schluss. Man hat Europa als Absatzmarkt zumindest halb abgeschrieben. Man will es als Billigproduktionskontinent haben, um in der Welt absetzen zu können. Anders ist es logisch nicht mehr erklärbar. Und wenn das die Strategie ist, dann kann ich nur alles, was der Christoph eben gesagt hat, bestätigen. Dann kann ich nur sagen, dann müssen wir uns sehr, sehr warm in Europa anziehen. Und ich habe noch die Hoffnung, dass man da noch ein bisschen gegensteuern kann mit Vernunft und mit der Kraft der breiten Organisationen. Das macht es ein bisschen schwer, bevor ich zur letzten Frage komme. Also das ist ja... Das bewegt sie, richtig. Ich spüre das. Ja. Aber wenn ich mir so auch manche Interviewpartner von mir so angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass sie konsensfähig sind. Also Sie haben jetzt einige Institutionen genannt, einige Parteien genannt. Sehen Sie überhaupt noch die Möglichkeit,
in unserer Parteiendemokratie, mit unseren Institutionen, die eben durchaus verkrustet sind und gar nicht mehr viel mit der Basis verbunden sind, dass da überhaupt noch im Konsens Lösungsvorschläge erarbeitet werden können, auch mutige Schritte gegangen werden können. Ja, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch, heißt es bei Hölderlin. Also ich meine, wenn dieses Problem der Altersarmut für so viele Menschen auftaucht und real wird im Zuge der Absenkung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2030, wird es ja immer mehr Menschen treffen. Und wenn davon, sofern man nicht gegensteuert, fast 30% der Bevölkerung betroffen sein werden, dann ist doch ganz klar, dass dadurch auch bestimmte Widerstände überwunden werden können, die man vielleicht bisher hatte und die einen abgehalten haben, gemeinsam sich dagegen zu wehren. Ich bin fest davon überzeugt, dass die etablierten Parteien dieses Problem ernsthafter aufgreifen müssen, mit solchen Lösungen oder Scheinlösungen wie der Solidarrente der SPD oder der Zuschussrente von Ursula von der Leyen wird man dem nicht begegnen können. Und das werden immer mehr Menschen merken. Und sie werden, weil das ist jetzt das Gute, die Älteren ja auch ein wichtiges Wählerpotenzial darstellen, wird im parteipolitischen Raum das sicherlich ein sehr auch massenwirksames Thema werden. Es wird aber darüber hinaus natürlich auch andere Formen des Protestes und der außerparlamentarischen Gegenwehr geben. Und insofern mag dieses Parteiensystem zum Teil verkrustet sein, aber es besteht nun mal und man muss hineinwirken in den politischen Raum, den man vorfindet. Es nützt nichts, mir eine Welt zu basteln, in der das vielleicht alles einfacher wäre, aber Bürgerinitiativen zu gründen, in die Sozialwohlfahrtsverbände hineinzugehen, auf vielfältige Weise auch natürlich die Parteien einzubeziehen, das muss der Weg sein, wie man dann am Ende etwas erreicht. Ja, auch das kann ich im Prinzip nur unterstützen, wobei mein Fokus eher auf die außerparlamentarischen Kräfte wie Kirchen, Gewerkschaften sind, dass man bei denen erreicht, dass sie das nicht zulassen und gemeinsam Druck machen auf die Politiker, dass sie ihre internen Grabenkämpfe halt beenden. Und die Vorschläge, die ja auch schon vorliegen, also der DGB hat einen Vorschlag mit dem Sozialverband der katholischen Arbeitnehmerbewegung mit verschiedenen Organisationen erarbeitet 2007, dass sie diese Vorschläge wieder rausheben und damit ihre eigenen Genossen in der SPD unter Druck setzen, CDU unter Druck setzen. Gut, FDP muss dann eben am Rande ein bisschen mitschwimmen im Zweifelsfall. Also da muss den Restprozenten, die geblieben sind, ja. Da muss der Druck herkommen und die sollen von uns Argumentationsmaterial bekommen und auch sozial sensibilisiert werden. Meine lieben Herren, ich danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bedanke mich. Danke für das Gespräch. Und danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und wie gesagt, jetzt erhältlich unter anderem auch im Tombus 4 Shop. Der Link steht unten. Und mein nächster Gast ist Frank Ferenczky, ein Journalist und Filmemacher. Sein aktueller Film Leben mit der Energiewende beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, danke. Bitte.